Wir wurden fotobombt. Und man hört es, glaube ich, gar nicht. Deswegen gehe ich ganz nah an die Kamera, damit ihr mich... Extreme X. Haben wir eigentlich nur Mario Maker ausprobiert. Ich fand es ganz lustig soweit, aber ich weiß nicht, ob mir das Geld nachher wirklich wert ist. Und wir haben nachher an so einer Bühne gestanden, wo die irgendwie so komische Yoga-Übungen gemacht haben und die ganze Zeit mega schlechte Wortwitze gebracht. Zum Fantreffen sind irgendwie nie wirklich Leute gleichzeitig gekommen. Die sind immer so nacheinander da gewesen, aber wir haben auf jeden Fall mit denen reden können, haben ein bisschen Autogramme gegeben und Fotos gemacht und es war auf jeden Fall nett. Jan ist leider schon früh gegangen, was ich ein bisschen doof fand, aber wir haben uns dann nochmal auf dem Weg zur Ubisoft-Bühne gemacht und wollten da Just Dance spielen, aber dann war da auf einmal Gronkh, der Autogramme gegeben hat, und es war mega süß, wie der mit seinen Fans umgegangen ist. Ansonsten fand ich Halle 6 insgesamt sehr cool, weil da drei große Stände waren, die immer sich mega drum gebettet haben, wer das bessere Bühnenprogramm macht. Hallo. Hallo. Wir waren heute auf der Gamescom. Mal wieder. Zum dritten Tag, Jonas ist morgen sogar nochmal da, also am Sonntag. Und für mich war es heute der letzte Tag, wir sind jetzt früher rausgegangen, weil wir haben eigentlich wirklich alles gesehen. Und wir waren gerade zufälligerweise an die Ubisoft-Bühne, weil wir nochmal Just Dance sehen wollen, weil wir immer Just Dance sehen wollen. Und da war einfach mal Gronkh. Da war Gronkh, ja. Von so Preis zu Preis. Ist dieser bärtige alte Mann da. Ja, und danach ist so, oh, das ist hier Gronkh. Aber eigentlich wollten wir tanzen. Wir wollten tanzen. Ja, eigentlich sollte das sein, aber es war echt so knuffig, also weil er hat halt mit seinen Fans umgegangen. Und er hat immer voll herzlich im Arm, so richtig so geknuddelt, so gepettet. Das war so cute. Oh, das ist echt so. Ja, und wir laufen jetzt auch ein bisschen in Köln rum, einfach weil wir Burg treffen. Weil ich sehe selten so viel von Köln, deswegen dachte ich mir, gehen wir jetzt einfach mal zu Fuß ein bisschen durch Köln, weil mein Ticket hält. Weil unsere Füße ja gar nicht schon mega nein, nass sind. Warum denn auch? Und wir haben heute ein paar Fans getroffen, die mit uns Bildies gemacht haben und Autogramme, und es war schon cool. Ja, also war auf jeden Fall eine sehr... Also danke an alle, die vorbeikamen. Auch ja, weil wir hätten gar nicht gedacht, dass so viele Leute kommen. Wir dachten so, ja, es kommt vielleicht eine Person, wow, weil wir auch so viele müssen. Auch wenn unsere Ortsbeschreibung jetzt nicht so geil war. Ja. Ja, hallo neun. In der Ecke, wisst ihr das wo? Das war eine präzise Ecke, die ich angegeben habe. Ja, schon. Also es war schon eine ganz gute Ecke, muss man sagen. Naja, also vielleicht seht ihr nachher noch irgendwas, was wir vielleicht so finden, wenn wir vielleicht... Wir müssen dann immer. Nein, müssen wir nicht. Und Jonas hat immer die Orientierung und ich nicht. I don't care. Tschüss. Bye. Das ist nicht mein Schwenk, du. Oh mein Gott. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Jetzt? Ja, ich bin bereit. Ganz sicher? Ja, es ist zu tief, Jonas, schafft es nicht. Ganz sicher, dass ich jetzt springen kann? Ja, du springst. Kann ich leider. Ja, du springst jetzt. Jetzt? Ich springe jetzt, ja, ich bin bereit. Ich springe jetzt, ich bin bereit. Warte. Ich bin bereit. Ich muss mich vorbereiten. Du schaffst es. Der Sprung ist so tief. Oh mein Gott. Wow. Oh nein. 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 Es war so ein tiefer Sturz. Oh Gott. Hilfe. Mein Leib. Heftig. Leib ist destroyed. Guck, hier ist alles voll rot. Oh nein. Jetzt blutet. Oh mein Gott. Hilfe. Ja, cool. Das sind gerade richtig sekretige Dinge. Ja, keine Ahnung, du warst die ganze Zeit gesagt, ja, mein Gott, du bist hier. Guck mal, wie die meine Haare an der Seite ausdrücken. Mein Haar ist auch so von nasty. Nasty? Oh, wir sind nasty Scar. Wir waren gerade bei Starbucks. Ja. Essen vor allem. Aber kein Java Chip Chocolate Cream oder sowas, sondern. Was? Kein Java Chip Chocolate Cream. Java Chip Chocolate Cream. Das habe ich dir aber bestellt. Java Chip Chocolate Cream. Nein, sondern ein Haselnuss Kaba und ein Chai Latte. Professional Haircare for you! Oh, hi! Was schön mit dir? Der süße Schlampe. Stopp! Du bleibst hier! Mami!
Ja, hallo, die andere Tussa hat mir voll die Attention geklaut. Eigentlich habe ich die Kippe nur im Mund, weil ich cool sein will. Früher wollte ich immer Gangster-Rapper werden. Das Nicken habe ich ja schon drauf. Tussa? Scheiße! Mein Mann ist im Krieg gestorben. War dumm? Oh, wie peinlich. Tja, Pech! Guck mal, da hat eben einer hingedippt. Wie Perversling. Tschüss. Sexuelle Belästigung, ich werde sie doch anzeigen. Lol. Ja, das Ende war gerade notwendig. Ich hoffe, euch haben die Videos von der Gamescom gefallen. Für mich war es auf jeden Fall schon ein ziemliches Highlight, so des Jahres auch. Und ich bin schon ein bisschen depressed, weil ich Jan und Jonas jetzt wieder lange Zeit nicht sehen werde. Ich habe die ja dieses Mal zum ersten Mal persönlich getroffen und ich muss sagen, es war echt cool. Dann habe ich ja noch Fans gesehen, das war auch ein schönes Erlebnis. Weil sonst, wenn man so als YouTuber immer unterwegs ist, dann hat man erstmal nur die Zahlen im Kopf und denkt nicht so wirklich an den Menschen dahinter und so ist es halt mal ein ganz anderes Erlebnis. Ich war ja auch dieses Jahr zum ersten Mal mit Presseticket da und das war auch mega geil. Also danke nochmal an mein liebes Netzwerk Alliance, dass es möglich gemacht hat. Es war eine sehr coole Erfahrung. Ich denke auch für mich waren einige Spiele dabei, die mich wirklich interessiert haben und ich denke, ich werde da auch noch einiges haben, was ich mir dann noch dieses Jahr kaufen werde. Ich denke, nächstes Jahr werde ich dafür nutzen, dann auch ein bisschen mehr den Fachbesuchertag zu nutzen, also da wirklich alles auszuprobieren, was ich alles so machen will und vielleicht auch mal öfter in die Business Area zu gehen und da mit den Leuten zu quatschen, weil eigentlich kann das schon was bewirken, wenn man es einfach nur mal ausprobiert und sich traut. Und da muss ich mich auch nochmal bei Jonas bedanken, dass er mich so ein bisschen angestoßen hat und mir bei einigen Sachen geholfen hat und immer dabei war. Also danke auch, dass du dabei warst. Das war sehr lieb von dir. Also schreibt mir doch einfach mal eure Meinung zu den Videos bisher so in die Kommentare und vielleicht habt ihr noch andere Events, die euch interessieren würden oder so, wo man mich gerne treffen würde vielleicht. Und no. Ja, und dann war's das erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye!